Hallo liebe Schlepperfreunde, ich wünsche euch frohe Weihnachten und danke euch für eure Unterstützung in diesem Jahr. Zu Weihnachten präsentiere ich euch den Lanz 7506. Der Lanz 7506, Baujahr 1949, gehört zur HM3-Baureihe von Heinrich Lanz und trug maßgeblich zum Erfolg für die nach dem Krieg wieder aufgenommene Produktion bei Lanz in Mannheim bei. Verfügen tut der Lanz 7506 über einen lanztypischen 4767 Kubikzylinder großen Liter Einzylindermotor mit 500 PS bei 850 Umdrehungen pro Minute sowie einem 6-Gang-Getriebe. Mit seinem Kotflügel, einer elektrischen Lichtanlage sowie Hand- und Fußbremse ist dieser für die Straße gut gerüstet. Für einen höheren Komfort ist der Lanz 7506 zusätzlich mit einem geschlossenen Führerhaus, einer gefederten Vorderachse sowie einer elektrischen Anlasszündung ausgerüstet. Gebaut wurde der Lanz 7506 von 1936 bis 1952 und kostet in der genannten Ausrüstung 1938 auf die heutige Zeit umgerechnet ca. 24.800 Euro. Möchtest du mehr über die Geschichte des Traktorenbaus erfahren, so abonniere meinen Kanal und lass mir ein Like da.